Hallo, mein Name ist Tayo Torpedo und heute machen wir gemeinsam den perfekten Kalbsbringer. Bevor wir hier jetzt gemeinsam den perfekten Kalbi zubereiten, möchte ich euch noch schnell auf meinen Abonnieren-Button aufmerksam machen. Wenn ihr den nämlich mit aktivierter Glocke betätigt, unterstützt mich das. Danke und los geht's! Für den Original Kalbi Ringier benötigt man zuallererst eine Limette. Diese wird geachtelt, die Ecken wegen den Bitterstoffen weggeschnitten und ins Glas gegeben. Obendrauf kommt jetzt brauner Rohrzucker, 2 Teelöffel um genau zu sein, und jetzt wird das Ganze mit einem Stößel zerdrückt. Als nächstes kommen ca. 2 cl Limettensaft dazu, aber Achtung, nicht zu viel. Das Glas sollte jetzt mit Crushed Ice bis oben hin aufgefüllt werden. Ich hatte hier leider kein Crushed Ice mehr herumliegen, aber wie man sieht, geht das ja auch so. Nochmal kurz zusammenstampfen. Und jetzt kommen wir zum Zuckerrohrschnaps. 5 cl davon kommen ins Getränk. Strohhalm dazu und fertig. Fun Fact am Rande: Der Name Kalbi Ringier bedeutet eigentlich bäuerliches Getränk. Tschüss!